Herzlich willkommen zum Impuls um 11:30 aus der Augustinerkirche in Würzburg. Ich freue mich sehr, diesen Impuls zusammen mit Arne Torger am Klavier gestalten und Ihnen damit hoffentlich eine nachdenklich und zugleich wohltuende Unterbrechung Ihres Alltags gönnen zu dürfen. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herangekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Es war die Botschaft vom angebrochenen Reich Gottes, vom angebrochenen Reich der Himmel, wie sie der Evangelist Markus am Beginn seines Evangeliums formuliert, die den Dreh- und Angelpunkt des Redens und Handelns Jesu bildete. Diese Botschaft brachte ihm einige Jüngerinnen und Jünger ein, Fischer, Besessene, arme Schlucker. Aber diese Botschaft brachte ihm ebenso die vielen, sehr zahlreichen Feinde ein, Profiteure der römischen Besatzungsmacht, Beamte, Großhändler, Leute aus dem herodianischen Königshaus, die Tempelaristokraten in Jerusalem. Schlussendlich brachte Jesus die Botschaft vom Reich Gottes ans Kreuz. Kein Wunder, denn sie rüttelt am Status quo und das war damals und ist heute den Mächtigen in keiner Weise angenehm. Warum sollte sich denn etwas ändern? Es läuft doch. Wenn wir ihm, diesem Jesus von Nazareth, auf die Spur kommen wollen, dann gelingt uns das wohl am besten, wenn wir uns mit dieser Botschaft vom angebrochenen Reich der Himmel, auseinandersetzen. Ziel dieser Übung ist es dann natürlich nicht, in Ehrfurcht vor Jesus zu erstarren. Es wäre nicht in seinem Sinn. Sondern Ziel ist es, uns von ihm und seiner Botschaft in unserer Gegenwart in Bewegung bringen zu lassen. Bei meinen letzten Impulsen, die zugegeben schon einige Monate zurückliegen, haben wir damit schon begonnen. Ausgangspunkt war der eben zitierte Satz aus Markus: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah herangekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Diesen Satz hat der Evangelist fast an den Anfang seines Evangeliums gestellt, ein richtiges Konzentrat, das er dann in den folgenden Textpassagen bis an den Beginn des dritten Kapitels wie einen Tee aufgießt, damit er genießbar wird. Gönnen wir uns heute nochmals einen Rückblick auf diese zum Verständnis der Botschaft vom angebrochenen Reich Gottes so wichtigen Texte im Markus-Evangelium. Es geht um die Texte zwischen Markus 1,14 und Markus 3,6. Wir können uns diesen Rückblick leisten. Zum einen, weil es uns allen guttun wird, bei dem vielen Verwirrenden unserer Zeit
den Blick wieder einmal auf Wesentliches zu richten. Und zum anderen, weil mir meine Mitbrüder und alle anderen, die mit diesen Impulsen um 11:30 zu tun haben, den heutigen und auch die folgenden drei Impulse zur Verfügung gestellt haben. Großzügig. So können wir heute die Beschäftigung mit dem Reich Gottes wieder ganz behutsam aufnehmen, indem wir nochmals die ersten drei Kapitel bei Markus entlanggehen. Bei den nächsten drei Impulsen wenden wir dann den Blick einem anderen Evangelisten zu, nämlich Matthäus. In dessen Evangelium findet sich in den Kapiteln 5 bis 7 nämlich die Bergpredigt, und die nennen viele nicht ohne Grund die Rede Jesu vom Reich Gottes. Heute aber nochmals Markus. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes nah herangekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Welche Bilder, welche Geschichten ploppen in Ihnen auf, wenn Sie vom Reich Gottes hören? Thank you.
Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes nah herangekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ein Konzentrat vielleicht aus der Feder des Evangelisten Markus, das dieser ihm im von ihm selbst komponierten Evangelium sachte aufgießt mit Geschichten, die seines Erachtens deutlich machen können, worum es beim Reich Gottes geht. Diesen Durchgang durch die ersten 2,5 Kapitel bei Markus, den mag ich jetzt einfach mit euch gerne nochmals kurz gehen. Könnt natürlich auch schauen, im letzten Jahr, so im Juli und August waren diese Impulse. Da könnt ihr nochmal detaillierter rausbekommen, warum das eine oder andere am Schluss steht als Formulierung. Aber gehen wir jetzt einfach einmal dieses Markus-Evangelium durch. Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah herangekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist ein starker Klops, den gilt es jetzt aufzugießen, und Markus macht das jetzt mit einer Geschichte nach der anderen, und einige davon sollen jetzt noch mal kurz paraphrasiert oder gar gelesen werden. Und es startet mit der Berufung, unmittelbar nach diesem Satz, es startet mit der Berufung der ersten Jünger am See Genezareth. Und bei dieser Berufungsgeschichte, als die Jünger angesprochen werden von Jesus, kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Da schreibt Markus dann, sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Sofort. Da bekommen Leute diese Botschaft vom angebrochenen Reich Gottes, werden angesprochen von diesem Jesus von Nazareth und machen auf dem Absatz kehrt und wenden sich dem Leben und wenden sich dieser Botschaft zu. Das heißt, Reich Gottes ist zunächst einmal etwas, was sehr dynamisch ist. Wer Statik und Statisches mit Reich Gottes zusammenbringen will in Kirche und Welt, der hat eben das mit dem Reich Gottes noch nicht verstanden. Reich Gottes bricht da an, wo Menschen auf dem Absatz kehrt machen und sich der Dynamik dieses Reiches eben anvertrauen oder in die Arme werfen. Danach ein Exorzismus, etwas, was uns zu hören alleine schon ziemlich schwerfällt, weil es einfach nicht mehr unser Weltbild ist. Da ist einer in der Synagoge in Kapharnaum und er ist von einem Dämon besessen. Der Exorzismus läuft eben dann so, dass Jesus in Kontakt tritt, ins Gespräch geht mit den Dämonen, mit dem Dämon. Und am Ende dieser Heilungsgeschichte ist die Person, die besetzt war vom Dämon, von den Dämonen, befreit. Das heißt, diese Person ist am Ende wieder sie selbst, nicht mehr okkupiert. Wir haben damals im letzten Jahr im Sommer Markus 5 genommen, den Exorzismus, wo dann die Dämonen in die Schweine hineinfahren durften. Aus verschiedenen Gründen haben wir es damals genommen, aber hier können wir gerne im Duktus bleiben, weil es geht einfach nochmal darum, kurz zu erinnern, worum es beim angebrochenen Reich Gottes geht. Reich Gottes bricht eben da an, wo Menschen wieder sie selbst sein können. Es folgt danach im Haus die Heilung der Schwiegermutter des Petrus, die mit Fieber im Bett liegt. Jesus geht her und er richtet sie auf, heißt es. Das gleiche Wort, das für die Auferweckung, das Auferstehen Jesu im Evangelium am Ende verwendet werden wird. Das heißt, Reich Gottes bricht da an, wo Menschen mitten in ihrem Alltag Auferweckung erfahren dürfen. Dann wiederum ein Heilungswunder, die Heilung eines Aussätzigen. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein, nimm dich in Acht, erzähl niemand etwas davon, sondern geh. Zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall zu ihm hin. Vielleicht erinnern sich die ein oder andere noch daran, Aussatz ist eben keine Angelegenheit des Arztes, sondern Aussatz
ist Angelegenheit des Priesters. Der Priester stellt fest, ob jemand aussätzig ist, und das waren Hautkrankheiten aller Art, egal ob infektiös oder nicht. Der Priester stellt den Aussatz fest und dann wird jemand aus der Gemeinschaft religiös-gesellschaftlich verbannt. Er muss nach draußen. Das heißt, der Priester bestimmt beim Aussatz, ob jemand drinnen ist oder draußen. Was Jesus macht, ist, er berührt den Aussätzigen. Das heißt, er macht sich selbst die Finger schmutzig, denn er wird damit unrein, damit der andere wieder dazugehören kann. Reich Gottes bricht eben da an, wo Menschen sich die Hände tatsächlich schmutzig machen, damit andere wieder dabei sein können. Und natürlich bricht Reich Gottes auch da an, wo dieses Drinnen und Draußen ein Ende hat. Ich überspringe ein paar der Texte und komme zu Markus 2,23. Es ist das Ehrenraufen am Sabbat. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ehren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Sieh dir an, was sie tun, das ist doch am Sabbat verboten. Er antwortete: Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten? Wie er zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Das Schöne und Eindrückliche an dieser Geschichte ist, die Pharisäer, die aufpassen, sagen: Hey, das geht nicht, am Sabbat darf man das nicht tun, das Gesetz spricht dagegen. Sie sehen das Gesetz und das Gesetz, das ihrer Meinung nach gebrochen wird. Und Jesus erzählt die Geschichte von David und seinen Begleitern, die, weil sie hungrig waren, die Schaubrote im Tempel aßen, was überhaupt nicht möglich war und was überhaupt nicht ging. Das heißt, während die einen nur den Gesetzesbruch sehen, sieht der andere den Hunger, die Bedürfnisse, die Sehnsüchte der Menschen. Und genau da bricht eben Reich Gottes an, wo ein Gesetz, das den Hunger und die Bedürfnisse der Menschen übersieht, keine Rolle mehr spielt, weil es eben um die Menschen geht mit ihren Sehnsüchten und Bedürfnissen. Und dann, unmittelbar danach, die letzte Geschichte, die Markus uns gönnt, um diesen Satz, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes nah herangekommen, um diesen Satz eben aufzudröseln, uns ein Stück aufzugießen. Es ist die Heilung eines Mannes am Sabbat in der Synagoge. Ich lese es am besten noch vor. Als er ein andermal in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Das heißt, das war einer, der war arbeitslos und der war Bettler. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er: Was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz, und sagte zu dem Mann: Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und seine Hand war wieder gesund. Und dann der abschließende Satz dieser ganzen Perikopenreihe: Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Sterben muss eben, wer an Götzen rührt. Und was genau hier passiert in dieser Geschichte? Was steht eigentlich im Zentrum des Synagogengottesdienstes? Natürlich die Tora, die Weisung des Herrn. Und die will ja Leben und Freiheit ermöglichen. Aber wenn Leute glauben, dass aufgrund dieser Weisung die ein oder andere Heilung überhaupt nur eine Minute länger Zeit hätte, dann haben sie sich getäuscht. Im Zentrum des Synagogengottesdienstes steht die Tora, die Weisung des Herrn. Und Jesus holt den Mann mit der verdorrten Hand ins Zentrum. Genau da bricht eben Reich Gottes an, wo Weisung, die die Not der Menschen nicht sieht, an den Rand gedrängt wird, weil der Mensch mit seiner Bedürftigkeit ins Zentrum gerückt wird.
Ihr Lieben, ein Schnelldurchlauf durch wichtige Texte im Markus-Evangelium, die uns heranführen an die Wirklichkeit, die hinter dem Satz steht, das Reich Gottes ist angebrochen. Diese Botschaft hat Jesus von Nazareth angetrieben. Die Frage an uns, haben wir das schon im eigenen Leben erfahren können, dass so Reich Gottes auch in meinem Leben Wirklichkeit wurde oder gar Wirklichkeit wird? Haben wir andere Menschen schon diese Erfahrungen machen lassen, die Erfahrung vom angebrochenen Reich? Die Erfahrungen sind, wie wir gerade sahen, ja ganz konkret. Fragen, Feststellungen für uns. Die Erfahrungen, die uns deutlich machen, dass Reich Gottes angebrochen sind, sind, Menschen spüren in sich neue Kraft, Dynamik als Kennzeichen des Reiches Gottes. Menschen können wieder sie selbst sein, erleben Auferweckung mitten am Tag. Menschen dürfen erleben, dass sich da einer die Hände schmutzig macht, damit sie wieder leben können. Es sieht einer den Hunger der Menschen, weshalb ein Gesetz, wenn es am Menschen vorbeigeht, in den Hintergrund tritt. Und Gleiches gilt, wenn es das Gesetz das Zentrum freigeben muss, denn schließlich wird der Platz gebraucht für den Armen, den Bettler, den Bedürftigen, den Mann mit der verdorrten Hand. Beim nächsten Mal, ihr Lieben, werfen wir dann mit Matthäus und seiner Bergpredigt einen Blick auf die Botschaft Jesu vom Reich Gottes. Wenn ihr schon Lust habt, sie einmal zu lesen, dann nehmt euch die Bibel her und lest in 10-12 Minuten die Bergpredigt einfach einmal durch, Matthäus 5-7. Lassen wir aber jetzt zum Ende hin diese Fragen noch mal etwas nachklingen. Ob ich solche Erfahrungen selber schon gemacht habe oder anderen solche Erfahrungen schon gegönnt habe. Und genießen erneut die wunderbare Musik mit und von Arne Torger.